So, dann begrüße ich Sie alle zur Veranstaltung Computergrafik. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich hatte eine Mail rumgeschickt, wenn Sie bitte in den nächsten Tagen darauf reagieren, ob Sie vorhaben, am Computergrafikpraktikum teilzunehmen. Ja, dies ist jetzt keine juristische verbindliche Anmeldung. Das wird dann wenige Tage vor Praktikumsbeginn im August passieren, wo Sie sich in Opium anmelden. Aber jetzt wäre schon für unsere Planung ganz wichtig zu wissen, wer das denn überhaupt in Erwägung zieht. Ja, das Praktikum beginnt am 11. August, dauert 3 Wochen, ganztägige Anwesenheit. Und wir machen Blender, Unity und OpenGL. Also bitte in den nächsten Tagen antworten, ob Sie vorhaben, nach heutiger Planung daran teilzunehmen. So, wir behandeln heute das Kapitel 8. Ja. Ja, also in dem Praktikum wird es so Teams geben von vielleicht 2 oder 4 Leuten, die jeweils eine Teilaufgabe haben. Und am Ende werden dann hoffentlich alle Teilergebnisse zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Ja, Sie werden eine kurze Präsentation machen von vielleicht 5 Minuten, also jedes Team. Und Sie müssen eine Ausarbeitung schreiben darüber. Und alles zusammen ergibt dann eine Note und 6 ECTS-Credits. Gut. So, nach all den komplizierten Formeln zu NURBS und Bézier und B-Splines wird es heute etwas farbiger im Kapitel 8. Wir machen so auch wieder einen kleinen Schlenker, nicht unbedingt zwingend erforderlich, wenn Sie einen First-Person-Ego-Shooter programmieren, dann sagen Sie einfach die Farbe, aber ihr als Informatiker wollen natürlich so ein bisschen verstehen, wie sind eigentlich Farben entstanden oder warum sehen wir gewisse Farben und wie sollten Informatiker eine Farbe spezifizieren. Ja, Farbenlehre, ich beginne mal mit einem Zitat. Zunächst am Licht entsteht uns eine Farbe, die wir gelb nennen, eine andere zunächst an der Finsternis, die wir mit dem Worte blau bezeichnen. Diese beiden, wenn wir sie in ihrem reinsten Zustand der Gestalt vermischen, dass sie sich völlig das Gleichgewicht halten, bringen eine dritte hervor, welche wir grün heißen. Ja, das hört sich ja so ein bisschen schwülstig an, könnte vielleicht von Helmut Kohl kommen, ist aber nicht, sondern kommt von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe hat neben seinen zahlreichen Gedichten und Dramen und Schriftstücken Zeit seines Lebens sich mit der Farbe befasst. Und interessanterweise hielt er seine Erkenntnisse und seine Schriftstücke zum Thema Farbe für viel wertvoller und wichtiger als alle seine schriftstellerischen Tätigkeiten. Er lag auch Zeit seines Lebens im Clinch mit Isaac Newton, der etwa zur selben Zeit lebte und der große Physiker war und eigentlich verstanden hatte, wie die Welt funktioniert. Aber er hat dem immer widersprochen. Und es gibt auch heute noch eine Webseite www.farbenwelten.de, wo so die Fans von Goethe die Farbenlehre von Goethe immer wieder aufwerben und diskutieren. Und eigentlich hat er doch recht gehabt und so weiter. Also Goethe und Farbe ist offenbar ein ganz intensives Kapitel, was viele nicht so wussten, ich auch nicht. Selbst auch an seinem Todestag, ja, da war 82 Jahre alt, hat er noch Experimente gemacht zum Thema Licht und mit seiner Schwiegertochter Ottilie. Und die letzten überlieferten Worte von Goethe sind mehr Licht. Also irgendwie hat der Altmeister es tatsächlich mit dem Licht zu tun gehabt. Ja, Farbe und Licht ist gar nicht so einfach. Ich habe hier mal eine Webseite gefunden, die ist leider inzwischen vom Netz genommen. Ich habe sie aber noch vorher gerettet. Da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, medizinische Fachbücher durchzuforsten und alle Stellen angestrichen, wo völlig falsch über die Farblehre berichtet wird. Also anscheinend gibt es jede Menge medizinischer Lehrbücher, die Studenten als Unterrichtsmaterial bekommen, wo eben über die Farben gesprochen wird, was offenbar in vielen Fällen völlig falsch ist.
Gut, dann fangen wir mal so mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz an. Sie alle werden noch aus der Schule wissen, es gibt elektromagnetische Schwingungen, die alle hier so um uns herum wabern. Einige können wir sehen, manche können wir spüren, andere wiederum gar nicht. Und eine solche elektromagnetische Schwingung charakterisieren wir mit zwei Parametern. Da ist einmal die Wellenlänge, also wie lang ist die Strecke, in der eine Welle rauf und wieder runter geht. Und da gibt es also Schwingungen, die liegen mit ihren Wellen, mit ihren Bergen und Tälern so im Nanometerbereich, im Mikrometerbereich oder im Millimeterbereich. So, dann ist mit so einer Schwingung immer assoziiert eine Frequenz. Also wie oft geht jetzt diese Schwingung rauf und wieder runter? Ja, und da sehen Sie, die geht von 10 hoch 17 Hertz Schwingungen pro Sekunde bis runter zu 10 hoch 9 Hertz. Weiß jemand, wie der Zusammenhang ist zwischen diesen beiden Parametern? Wenn wir also eine elektromagnetische Schwingung haben, die irgendwie durch eine Frequenz und durch Wellenlängen charakterisiert ist, wie hängen die beiden zusammen? Ich habe die schon praktisch so gezeichnet, dass die passenden Werte untereinander stehen. Aber welche einfache Formel hält sie nämlich zusammen? Bitte? Nee. Denken Sie mal an die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle. Wir haben irgendwie die Wellenlänge und dann haben wir irgendwie die Frequenz, wie oft das passiert. Wenn Sie die beiden multiplizieren, wenn Sie sozusagen zählen, wie oft schaffe ich es, eine gewisse Wellenlänge voranzutreiben, was kommt bei allen diesen Wellen dann immer heraus? Das ist genau die Lichtgeschwindigkeit. Also Frequenz mal Wellenlänge ist Lichtgeschwindigkeit. Und Lichtgeschwindigkeit liegt in welchem Bereich? 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ja? Also egal, ob Sie jetzt sehr hochfrequente Wellen haben, mit sehr kleinen Wellenlängen, oder niederfrequentige Wellen haben, dafür aber mit längeren Wellen, ja, das alles multipliziert sich immer zu 300.000 Kilometer in der Sekunde. Da runzelt jemand die Stirn? Ist falsch? Letzte Reihe ist falsch? Nee, Kilometer pro Sekunde. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Okay, so, wenn wir dann verschiedenen Frequenzen uns mal anschauen, dann stellen wir also fest, beispielsweise hier UKW-Radio, das liegt hier in der Gegend von 10 hoch 9 Hertz, ja, dann mit höherer Frequenz ist die Mikrowelle. Noch höhere Frequenz ist Infrarot, ja, wenn Sie mal einen verspannten Nacken haben und Sie setzen sich vor so eine Infrarotbirne, dann spüren Sie das, da sehen Sie nichts, sondern das spüren Sie als Wärme. Ja. So, wenn wir dann an das andere Extrem gehen, also die sehr hochfrequenten Schwingungen, das ist dann, sind dann Röntgenstrahlen, die sehen wir natürlich auch nicht. Wenn wir jetzt etwas die Frequenz runtersetzen, dann kommen wir in das ultraviolette Licht. Ja, da bekommen Sie einen Sonnenbrand von, aber die sehen wir eben auch nicht. Und in diesem kleinen Bereich hier liegt das Licht. Ja, das heißt also, was wir so täglich sehen, ist nur ein klitzekleiner Teil des elektromagnetischen Spektrums, ja, was so um uns herum wabert und was wir eben so als Welt sehen, ist eben gerade nur der Teil, den unsere Netzhaut wirklich als Licht wahrnimmt. Da links und rechts davon liegen eben durchaus interessante physikalische Phänomene, aber unser Auge hat sich eben dafür nicht in der Evolution eingerichtet.
So, das Licht ist also jetzt, ich habe es jetzt mal etwas gespreizt, das Licht sind also alle die elektromagnetischen Schwingungen, die eine Wellenlänge haben von 380 Nanometer bis 780 Nanometer. Und entsprechend ist die Frequenz von 7,8 mal 10 hoch 14 bis 3,8 mal 10 hoch 14. Dieser ganz kleine Bereich, hier sehen Sie ja nur dieses Stückchen aus dieser großen Skala, nur dieser Teil wird als von den Menschen als Licht wahrgenommen. Okay, also einmal nochmal der Zusammenhang Wellenlänge und Frequenz. Wenn wir die multiplizieren, dann kommt immer die Lichtgeschwindigkeit raus. Spektralfarben, das sind jetzt die Farben, die genau eine Frequenz haben. Also wir würden jetzt da aus diesem Riesenspektrum eine Stelle rausnehmen und wenn wir dort eine gewählt haben, die zwischen diesen 380 und 780 Nanometern liegen, dann kommen die in unserem Auge als, als ein Licht, als ein sichtbares, eine sichtbare Schwingung an. Und eine solche reine Schwingung, die nur eine Frequenz hat, die nennen wir Spektralfarbe. So, das natürliche Licht, wenn Sie hier an die Decke schauen oder auf den Beamer, da haben wir eine Mischung von verschiedenen Frequenzen. Und die Verteilung, also welche Frequenzen jetzt oder welche Wellenlängen insgesamt beteiligt sind an, einer, an einem Sammelsurium von Frequenzen, so etwas nennen wir Spektrum. Also, Spektrum ist die Verteilung, welche Frequenz, welche Wellenlänge ist insgesamt an diesem Lichtereignis beteiligt. Ja, wenn wir also hier auf der X-Achse sozusagen abzeichnen, welche dieser Wellenlängen zwischen 380 und 780 Nanometer sind beteiligt und keiner ist beteiligt, dann sehen wir eben nichts. Das ist schwarz. Wenn alle diese Frequenzen beteiligt sind, zu gleichen Teilen, dann sehen wir interessanterweise weiß. Ja, das war die große Leistung von Isaac Newton, herauszufinden, dass weißes Licht sich zusammensetzt aus vielen, vielen Spektralfarben. Wenn die alle also gleichmäßig beteiligt sind, dann kommt bei uns im Auge weiß an. Wenn nur ein gewisser Teil aus diesem Spektrum beteiligt ist, dann kommt bei uns eine Farbe an. Ja, also mit dieser Kurve deute ich an, dass hier diese Wellenlängen etwas oberhalb von 380 Nanometer, die sind da nur so ein bisschen beteiligt und dann ist da irgendwie dieser Teil recht intensiv beteiligt, ja, und dann wieder weniger und hinten flacht es wieder ab. Diese Verteilung der Spektralanteile würden wir als ein kräftiges Grün empfinden. So, und wenn jetzt zu diesem Berg hier, der das Grün verursacht, wenn wir da noch links und rechts die anderen Frequenzen noch so ein bisschen dazu mischen, dann bleibt es bei dem visuellen Eindruck grün. Ja, aber es wird so pastellig. Es ist dann ein blasses Grün. Das heißt also, hier ist so ein Berg, da ist der Peak, das ist die dominante Wellenlänge, aber die anderen sind auch noch dabei und die sorgen dafür, dass aus diesem gesättigten Grün, aus dem reinen Grün, ein blasses wird. So, und wenn wir jetzt praktisch als Informatiker versuchen, diese Eigenschaften des Lichtes, die wir so als Mensch wahrnehmen können, irgendwie so ein bisschen mathematisch zu beschreiben, ja, dann könnte man praktisch folgenden Ansatz nehmen. Also so ein Spektrum, so ganz grob, würden wir jetzt praktisch aufteilen in so einen Sockel, ja, überall ist so ein bisschen mit dabei, und so einen Turm, ja, der irgendwie offenbar deutlich höher ist an einer bestimmten Stelle als an den anderen. So, und an der Stelle, wo wir den Peak haben, den Turm haben, ja, egal ob das jetzt ein sehr dünner Turm ist oder etwas breiterer, aber offenbar ist an einer Stelle hier das Spektrum so deutlich ausgeprägt. Der sorgt für den Farbton, ja, erstmal das ist jetzt grundsätzlich sagen wir mal grün, ob dunkelgrün oder hellgrün oder verwaschen, ist erstmal noch offen. Ja, und diese Stelle, wo also der Turm ist, die nennen wir die dominante Wellenlänge, weil die also offenbar jetzt stärker vorhanden ist als die anderen. So, wie hell wir das alles empfinden, ist im Prinzip die Summe
oder ist proportional zu der Fläche, die diese beiden Teile hier zusammen ergeben. Also sowohl der Sockel als auch der Turm, dieses beides zusammengenommen, ist ein Maß so für die Helligkeit oder auf Englisch Luminance. Ja, das heißt also, je mehr von diesen Frequenzen